Willkommen, ich bin hier am 800-Liter-Aquarium. Wie ihr seht, ist die Kryptokorine super gewachsen, hier sind neue Triebe überall, selbst hier hinten und hier vorne. Unten, wie man sehen kann, wächst die Cestiflora gar nicht mehr und die Rotale auch nicht mehr. Dann ist mir aufgefallen, habe ich überhaupt nachgedüngt nach dem letzten Wasserwechsel. Und ich habe 50% gemacht, also bis hier, da ich davor die Woche nicht machen konnte. Und seitdem wachsen die Pflanzen nicht mehr. Vorher habt ihr es ja gesehen, war alles buschig bis oben hin. Und jetzt habe ich mal einen Wassertest gemacht, da können wir jetzt gleich mal gucken. Hier habe ich mich alles mal kurz aufgebaut. Hier ist noch der Rest von dem Nitrattest. Eisen läuft gerade durch, ist auch nichts mehr drin. Wie man hier sehen kann, heute gemessen. Stickstoff, also Nitrat, 1 Milligramm pro Liter, Phosphor 0,02 Milligramm pro Liter und Eisen 0,02. Kalium war noch bei 10 und Magnesium war auch noch unverändert. Dann habe ich mir nur gedacht, es kann ja eigentlich gar nicht wachsen. Deshalb habe ich jetzt hier schon mal nachgedüngt. In dem Fall dann mit dem Ackerdünger einmal, den Eisendünger. Der macht pro 2,5 Milliliter auf 100 Liter 0,1 Milligramm Kalium, Eisen hinzu. Dabei ist wichtig, dass ihr das auf jeden Fall versetzt messt, weil Eisen ist gekapselt und wird erst nach etwa ein paar Minuten im Aquarium im Wasser frei. Das heißt, wenn man direkt messen würde, würde man fast keine Veränderung feststellen. Und dann haben wir noch Stickstoff habe ich hinzugefügt. Hier habe ich 70 Milliliter reingegeben. Das sind um 5 erhöht auf 700 Liter. Und dann habe ich noch Phosphor von Aquarobell dazu gegeben, 15 Milliliter, um Phosphor auf 0,1 zu erhöhen. Da bin ich mal gespannt, ob das ausgereicht hat. Das werde ich später nochmal messen und dann gucken, wie sich die Pflanzen wieder die nächsten Tage entwickeln. Jetzt habe ich die Tests nochmal gemacht. Hier in der Mitte haben wir einmal den Nitrattest, hier haben wir Eisen und hier vorne haben wir Phosphor. Wie man sieht, wird er schon leicht blau. Er ist schon gelber und der ist schon rötlicher. Deshalb hat die Düngung auf jeden Fall angeschlagen und wenn das noch nicht ganz passt, dünge ich noch mal ein bisschen nach. Und dann gucken wir, wie sich das Aquarium wieder entwickelt. Damit wollte ich euch eigentlich nur zeigen, wie krass sich ein Aquarium ohne die Düngung dann verändert, wenn sie vorher dauerhaft gedüngt wurden. Und auch gerade, dass ich so wenig Phosphor hier drin habe, zeigt eigentlich, dass ich nicht zu viel fütter und nur die Pflanzenfresser, die Netzpinselalgenfresser, ein bisschen verfettet sind, die zwei. Wahrscheinlich, weil sie auch die Anubia-Blätter immer auffressen und demnach etwas kräftig werden und die anderen vom Futter vertreiben. Aber sonst kann ich eigentlich nicht so viel füttern, weil es ist eben nichts drin. Oh, beim Nitrat haben wir jetzt, nein, das passt noch nicht. Ja, das passt ungefähr. 3, 4 ist ein bisschen zu dunkel. Ich würde bei 3 sagen, ist schon viel mehr. Ich würde auf jeden Fall noch ein bisschen reintun, so auf die 5 zu kommen. Und dann sollte das Ganze schon passen. Das gleiche haben wir bei Eisen. Eisen hat sich nicht viel getan. Da werde ich dann nochmal vorsichtig nachdüngen und nachtesten. Und beim Phosphor haben wir sensitiv ja, das ist er nicht. Ja, eher hier. Ja, müsste von der Farbe her passen. Hier noch nicht. Also 0,5 haben wir jetzt drin. Kommt auch noch ein kleines bisschen rein. Und dann kommen wir auf die 0,1 und das sollte dann reichen. Und dann werde ich nächste Woche auf jeden Fall noch einen Zwischenstand geben, wie sich das Ganze entwickelt hat und ob es wieder alles wächst. Und dann wird sich an dem Aquarium noch was ändern. Das wird aber erst im Juni passieren. Da werde ich dann natürlich noch ein separates Video zu machen und ich kann ja mal sagen, es geht um die Beleuchtung. Jetzt kippe ich noch den Stickstoffdünger rein. Da habe ich zu den 70 Millilitern heute Morgen nochmal 30 dazu oder 40. Dann haben wir jetzt um die 5 Milligramm pro Liter und dann nehme ich noch den Eisendünger. Phosphor war ja schon mehr drin.
Da werde ich auch nochmal 10 ml vorsichtig dazu dosieren. Und zu guter Letzt habe ich natürlich noch für denjenigen, der wissen wollte, wie ich mein Lebendfutter fütter oder mein Vollrostfutter. In dem Fall habe ich gerade mal Artemia hier drin, die habe ich in eine Spritze aufgezogen, vorher aufgelöst. Und dann kriegen wir immer so häppchenweise. Ich muss halt immer aufpassen, dass hier die, wie man gerade sieht, eigentlich Pflanzenfresser den anderen das Futter wegschnappen. Und normal gebe ich dann immer hier so schubweise rein. Versuche die dann immer ein bisschen abzulenken. Und eigentlich sollen nämlich nur die Leopardenbuschfische und die Kaiser-Tetras Phosphutter kriegen und die Pinselalgenfresser sollten sich an den Tabletten und an den Nanubias die Algen abnagen. Aber ist leider nicht immer so einfach. Ich gebe auch mal häppchenweise, damit nicht zu viel auf den Bodengrund fällt. Natürlich haue ich natürlich auch ein bisschen durch, damit auch die, manchmal schmeiße ich auch nachts ein bisschen rein, damit die Korridoras unten auch was kriegen. Aber die sehen noch wohlgenährt aus, also sollte kein Problem sein.